Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu Anton. Nicht wundern, warum wir hier wieder nackig sind, ohne Geschlechtsteil. Wir spielen nämlich auf dem Multiplayer-Server mit. Mir. Und wer ist Mir? Jan. Ja, er hat auch einen YouTube-Kanal. Sollte ich es nicht vergessen, werde ich den Kanal in die Beschreibung stellen. Er macht halt Minecraft-PvP-Videos. Genau. Die werde ich wahrscheinlich später auch noch machen, wo, aber ich nenne es dann Let's Fail. Oh, ich habe ein Auto gefunden, ein grünes. Oh, eine Armee Zombies, die auf einen Haufen. Wo bist du? Ich bin an der Brücke. Confederation Bridge? Ja. Okay, ich bin... Ja, lass uns so lieben, Chris, das ist doch gute Idee. Wer nicht weiß, wie man hier was macht, guckt euch mit Singleplayer Part 3 an. Da habe ich alles erklärt. Wir treffen uns dann auch lieb im Prison, ne? Okay. Vielleicht finde ich ja noch eine Mental Strike. Ich glaube, die haben wir ein paar Bier gefunden. Im Singleplayer. Ich bring dir eine Militärhose mit. Oder wir finden einfach wieder X1 Roxo, mit dem ich gespielt habe. Was? Wir finden ihn? Nein, das spielt nicht. Gott, ist eine Zombie-Horde unter dem Haus. Gott, das ganze Gefängnis ist unter einer Hütte. Was haben die? Hat da irgendein Idiot eine Hütte hingebaut? Nein, unter diesen Turmen. Also, ah ja, und das hier ist übrigens ein Online-Server. Habe ich glaube ich schon gesagt. Hier sind auch verschiedene Player, wie dieser Blue oder Tiger oder Screamy. Oder Botex, Catberry und Jan heißt hier in Anton, it's Jan TV. Mhm. Wofür immer das B steht. Ich weiß es nicht. Tippfehler für V? Nein. Dann habe ich keine Ahnung. So, wir befinden uns hier an der Confederation Bridge oder Confederation Bridge, wie es ihr Briten sagt. Das ist zwischen der Somerset Military Base und Albatron. Wir wollen zum O'Leary pulsen. Und da ist nur ein schwarz rauchendes Auto, was mir nicht gesehen hat. Ich brauche jetzt wirklich eine Shotgun, weil ich habe jetzt ein bisschen Munition behalten. Ja, achso, die Shotgun haben wir ja noch gar nicht gesehen hier. Ich bin in meinem Singleplayer erst bei meinem Singleplayer von dem Soros Camp zur Somerset Military Base gefahren. Und hier so ein SRCMP vor die. Ich brauche jetzt noch eine Hose. Oh geil, der Typ hat mir ein Auto geschenkt. Cool. Der hat mir einfach ein Auto da gelassen und ist dann aufgestiegen. Nehme ich. Admin? Admin? Nein, irgendein Typ. Wie heißt der? Keine Ahnung, der hatte auf jeden Fall keine Kleidung an. Wie viel Prozent hat das Auto? 3% Tank und es war schwarz. Ich fahr's einfach hier jetzt ins Wasser rein. Okay, ich bin im Gefängnis, aber ich sneak noch. Hallo? Jetzt habe ich eine Prisoner-Hose. Ich weiß noch, im Singleplayer, aber nicht, als ich aufgenommen habe, da habe ich mich selber getötet mit einem Auto unter Wasser. Das hat mich dann überfahren. Ja, ich wurde auch schon mal von meinem eigenen Auto überfahren. Das bekommen du jetzt mal hin. Nee, ich glaube schon. Andere. Aber unter anderem wir. Und ich fehle natürlich immer am meisten, das ist Regel Nummer 1. Sagt der dreimal von mir überfahren wurde. Ja, und ja. Sagt der von mir erschossen wurde. Ja, sagt der, von dem er schon zweimal von mir erschossen wurde. Also wir haben uns schon sehr oft auch gegenseitig umgebracht. Weißt du, also, du bist einfach meinen Turm hochgeklettert. Ja, und du hast dich erschossen, einfach so stur. Wegen dir habe ich einfach eine Shotgun-Munition verschwendet. Und du dachtest, ich wäre dieser komische Typi? Ja. Warst du nicht. Gut, nix. Bild ich mir das nur ein, oder sind hier fast keine Shotguns mehr? Also, ich bin auch am O'Leary Prison. Ich auch. Hier sind nur Hüte und Kleidung. Ja. Die Kleidung verarbeitet. Ich habe dir eine Militärhose mitgebracht. Das ist nett. Ja, scheiße. Nur noch mal Munition. So, und ich habe das erste Dressing gekraftet.
ich sag euch natürlich, wie man. Ah, ich glaube, ich sehe. Nein, ich sehe einen. Ich sehe dich da hinten. Ah! Hey, der schlägt mich ja! Ich komme! Ich, da redet über Teamspeak, ne? Nein, über. Komm, Justin, der klettert an den Turm hoch! Wir lassen den nicht runter, hol dir eine Shotgun! Hab keine! Git! Ich hab einfach Git geschrieben! So, such mal eine Shotgun. Au, schon wieder Fuß gebrochen. Also, was ist das denn da? Ey, da wohl Gabel. Was schon noch? Irgendwas sagt er, aber ich verstehe ihn nicht. Dieser Hurensohn, Alter. Der beleidigt dich gerade auf Russisch. Ach so. Ja, mit dem linken Alt kann man auch in dem Voice-Chat, oder? Welche Taste? Was denn? Warte. Ach so. Was schaut das dann nach? Da du da nur Nase auf Survival. Ja. Meine Mutter sagt gerade nicht da, weil wir nicht Leute beleidigen. Der kann hier gar nicht runterkommen. Ohne Warum? Dass er stirbt. Weil ich hab mehrmals angehittet. Stirb, ich hab uns in dem blutig gefangen und der verblutet jetzt. Ich glaub, der hat schon was. Boah, gibt's hier keine Shotgun oder was? Nee, gibt nur das RCMP-Handy. Was sagt der da, Jan? Warum winkst du mir? Я показываю тебе факт. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Auf jeden Fall ist das ein Kind. Ich weiß nicht, wer ihm diese Wörter beigebracht hat, aber ein schlecht erzogenes Kind. Also, falls du Hüte brauchst, ich habe irgendwie so 60. Ja, mach dir doch Dings raus, Wax. Nein, ich heb die nicht auf, hab kein Messer, keinen Platz. Ich wurde vom Server rausgeflogen. Ich nicht. Ich suche ihn einfach mal wieder. Ja, das ist ein kleiner Fail. Ist mir noch einmal passiert. Eigentlich wollte ich jetzt noch nie sagen, aber ich würde dann lügen, wenn ich das sagen würde. Wie hieß der Server? RSPC German German SPSC, ach ja. Ach ja, wir können den Multiplayer spielen. Ihr geht einfach auf Play, dann einfach auf Servers, dann habt ihr unten eure Einstellungen und dann sucht ihr einfach einen Server eurer Wahl. Bist du der Typ da? Ich hab Kleidung, eine Militärhose. Wir nehmen schon 8 Minuten und 27 Sekunden auf. Ach nee, keine Rückmeldung. Ist gerade jemand vor dir runtergesprungen? Bist du das? Ich bin noch im Ladebildschirm, wie es meine Aufnahmeleute sagen. Okay, da sind fremde Menschen. Ist das ein Schwarzer mit einem braunen Bart? Ja. Das ist das Russenkind. Und ich wurde beim Join rausgeworfen. Ich will ja nicht sagen, aber ich krieg gar nichts. Und ich hau gerade vor 2 Typen auf. Face, was, Internet. So ruhig. Ja. Сколько лет тебе? Was? Das ist so ein dumm Gesicht, Alter. Der meint, ich soll. Der kann einfach. Der wurde von einem Behinderungskind erzogen, bestimmt. Warum? Was hat er gesagt? Er sagt schon wieder, obwohl ich nichts tue, verscholl nach. Hauen wir ihn einfach kaputt.
Ist der da im Wasser? Nee. Сука, сказал, никуда не плыть, сука. Забью доски на тебя. Oh, geiler Typ, Alter. Kommt einfach nach. Achso, du bist das, Justin. Kommt einfach von hinten und gibt dem Handy. Am besten seine Worte nicht ernst. Mami! Oh, oh, ich werde gerade von einem anderen getötet. Ich schau mal ab. So, Justin! Deathmatch! Ein Hit und ich bin tot, ich hau mal eben ab. Hast du ihn? Vorsicht, der andere von hinten! Sorte, sorte, blöd, sorte, na, na, po nemu! Was sagt der da? Das wirst du lieber nicht hören, Justin. Mhm. Hau am besten ab! Ich quäm. Das ist irgendwie behindert. Hallo! Tag. Der ist wirklich Behinderung. Brauchst du einen Snickers? Nein, aber ich will den jetzt töten. Er kommt ins Haus. Ich hol ihn von der anderen Seite. Er läuft nach links. Hab ihn gesehen. Okay. Er läuft weiter weg. Ja, ich lauf mal hier Dings, von der anderen Seite hin. 12 Minuten. Ich glaube, bei 14 Minuten mache ich mal kurz Pause. Paka! Der andere ist wieder da! Scheiße, ich komme mit ein paar Zombies. Nur noch 36 HP. Metz, hättet ihr euch alle hier? Hinter dir! Die werden jetzt schon. Ja, pass auf, hinter dir! 5%. Ich bin tot. Ich springe in die Zombies rein. Ich bin wieder bei der Brücke. Versuchst du dahin zu kommen? Ich bin bei Stratford. Ist ja fast dann. Nee, treffen wir uns an der Militär. Ja, das ist perfekt. Auf jeden Fall war der Junge nicht ganz okay im Kopf. Warte, ich mache jetzt mal kurze Folgenpause. Ja. Jo, meine Freunde, das war Part 1. Wir sind natürlich so geil gestorben.